Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Friedrich-Bauer Biomed-Center Bayreuth. Im heutigen Video zeige ich Ihnen das Zusammenbauen eines Bioreaktors. Ein Bioreaktor ist der Übergang der 2D zur 3D-Zellkultur. Die Zellen werden auf sogenannten Scaffolds, das sind einfach 3D-Träger von Zellen, bebrütet. Diese 3D-Träger können die unterschiedlichsten Materialien sein. Die Bioreaktoren, die Sie heute sehen, wurden in unserem Institut entwickelt und hergestellt. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Video. Hier sehen wir einen unserer Bioreaktoren. Das Medium befindet sich in der Mediumflasche und wird über diese Silikonschläuche in den eigentlichen Bioreaktor gepumpt. In dem Körper des Bioreaktors befinden sich die Proben. Diese hochporösen Proben werden dadurch ständig von Medium durchspült. Die Kammer wird anschließend geschlossen und das Medium strömt über diese Schläuche zurück in die Mediumflasche. Der Strom wird über eine externe Pumpe erzeugt, der diese sogenannten Thermanox-Schläuche ständig knetet und dadurch einen Unterdruck erzeugt. Die Bioreaktorteile werden mit 5 statt 3 Vakuumpulsen im Festkörperprogramm autoklaviert. Es empfiehlt sich, vorher die Schläuche mit VE-Wasser zu spülen. Der Bioreaktor wird unter der Lamina Flow zusammengebaut. Da das Infektionsrisiko durch Pilze oder Bakterien sehr hoch ist, müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Als erstes wird die komplette Sterilbank mit Ethanol ausgesprüht und anschließend für eine Stunde UV desinfiziert. Des Weiteren wird der Bioreaktor auf einem sterilen OP-Tuch aufgebaut. Das sterile OP-Tuch darf nur in den Ecken berührt werden. Während des Aufbaus sollten sterile Handschuhe getragen werden. Nach dem Anlegen der sterilen Handschuhe kann der Bioreaktor zusammengebaut werden. Dafür entnehmen wir zuerst die Flasche und anschließend den eigentlichen Bioreaktorkörper. Als nächstes werden die Dichtungsringe eingesetzt. In das Gewinde werden nun die Verbindungsstücke geschraubt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich der Gummi nicht verzieht. So wird jetzt mit allen Gewinden verfahren. Nach dem Aufschrauben der Verbindungsstücke müssen die Stopfen angebracht werden. Jede Bioreaktorhälfte besitzt in ihren Vertiefungen zwei Durchgänge. Eine am Boden auf dieser Seite und eine in der Mitte auf dieser Seite. Bei beiden Bioreaktoren müssen die durchgängigen Stopfen auf die Seite mit dem Loch am Boden aufgeschraubt werden. Auf der anderen Seite werden die Blindstopfen aufgeschraubt. Nach dem Anbringen der Stopfen können die beiden Bioreaktorhälften fürs Erste aufeinander gelegt werden. Als nächstes werden die Schläuche angeschlossen. In der Flasche befindet sich ein Schlauch,
der nachher das Medium aus der Flasche saugt. Dieser sollte sich immer rechts befinden. Als erstes wird der kleine Schlauchbaum angeschlossen. Wichtig hierbei ist, dass keins der Schlauchstücke einen unsterilen Bereich berührt. Die kleinen Schlauchenden werden an die Durchgangsstopfen angeschlossen. Als nächstes wird der große Schlauchbaum angeschlossen. Auch hier wird das dicke Ende links an die Flasche angeschlossen und die kleinen Schläuche an die Durchgangsstopfen der jetzt oberen Hälfte. Als nächster Schritt wird ein Sterilfilter auf den Luftschlauch aufgesteckt. Wir benutzen hier einen Millipore 0,22 Mikrometer Sterilfilter. Als nächstes wird Medium in die Mediumflasche gegeben. Bei einem Bioreaktor mit 4 Proben empfehlen wir 200 Milliliter Medium. Die Flasche wird aufgeschraubt und nach oben orientiert hingelegt. Nun kann das Medium direkt in die Flasche geschüttet werden. An der Flasche befindet sich eine Markierung, die eine Füllhöhe von 200 Milliliter anzeigt. Anschließend kann die Flasche wieder geschlossen werden. Im nächsten Schritt wird der Körper des Bioreaktors wieder geöffnet und die Proben in den Bioreaktor gelegt. Wir benutzen hier Keramik-Scaffolds mit vorinkubierten Zellen. Die Scaffolds werden genommen und in die Vertiefungen des Bioreaktors gelegt. Anschließend kann der Körper des Bioreaktors wieder verschlossen werden. Um den Bioreaktor zu versiegeln, werden die Schrauben eingestellt. Die Schrauben werden mit dem Imbusschlüssel befestigt und anschließend gut festgezogen.
Nach dem Versiegeln des Bioreaktors ist ein geschlossenes System geschaffen, das nun an die Pumpe angeschlossen werden kann. Um den Mediumfluss durch die Probe zu gewährleisten, muss der Bioreaktor an die Pumpe angeschlossen werden. Dazu werden die einzelnen Thermanox-Schläuche in die Klemmen eingespannt. Thermanox-Schläuche besitzen an beiden Seiten Verdickungen, die als Halter in der Klemme fungieren. Die Klemme wird anschließend in die Pumpe eingespannt. Durch Bewegen des Hebels nach oben beginnt die Pumpe, das Medium durch den Bioreaktor zu pumpen. Das passiert jetzt analog mit allen anderen Schläuchen. Und das war's auch schon, der Zusammenbau eines Bioreaktors. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.